Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem nächsten Video. Diesmal eine Folge, in denen ich euch meine Comicsammlung nach und nach präsentiere. Die letzte Folge ist rund 8 Monate her, müsste Folge 37 gewesen sein, sprich, das müsste eigentlich Folge 38 sein. Seit meinem Neustart dort, ich habe ja schon mal ganz früher Folgen gemacht, aber aufgrund der damals nicht so guten Videoqualität habe ich damit ja nochmal neu angefangen. Euch meine Comicsammlung nach und nach zu präsentieren. Und dann habe ich euch letztens irgendwann öfter erzählt, ja, die nächste Comicsammlungsfolge gibt es erst, wenn hier alles aufgeräumt ist und das Archiv alles umgebaut ist. Aber da sich das verzögert, habe ich mir gedacht, ja, ich möchte jetzt doch mal wieder eine Folge raushauen, weil ich gerne eigentlich bis Ende des Jahres zur Folge 40 kommen möchte. Also Fahrplan ist halt jetzt, das werdet ihr auch gleich sehen. In dieser Folge geht es um meine Hethke-Sachen von Superman. Und in der nächsten Folge soll es um den Rest von Hethke gehen. Batman und noch mehr. Die müsste auch, wahrscheinlich, das ist noch mehr Zeug eigentlich. Weil da ja noch was dazu kommt. Das möchte ich euch in diese beiden Folgen präsentieren. Das wären dann Folge 38 und 39. Und Folge 40 soll nämlich eine Art Special-Folge werden, weil es eine runde Zahl und so. Und da möchte ich euch meine kompletten lustigen Taschenbücher präsentieren. Das habe ich ja damals schon mal gemacht, aber ich konnte halt damals nicht so lange Videos aufnehmen und alles immer reinhalten und so und habe die dann alle irgendwo aufgestapelt. Das war alles nicht so, da war ich nicht so mit zufrieden. Dadurch, dass ich jetzt Videos zusammenschneiden kann, was ich jetzt bei der Folge natürlich nicht mache, aber bei einigen Videos, die zusammenschneiden kann, werde ich da die Möglichkeit haben, euch wirklich mal alle lustigen Taschenbücher, die ich besitze, dann zu zeigen. Aber das ist halt Folge 40, die soll irgendwann noch im Dezember kommen. Also muss man die anderen Folgen ja vorher bringen. Ja, und deswegen fange ich jetzt an. Ja, wir fangen jetzt mit Superman von Hethke an. Lange Zeit war DC ja bei Ehapa beheimatet. Die haben ja dann Ende der 80er aufgehört. Die haben dann in den 90ern noch ein bisschen was gemacht mit Batman und so. Aber lange Halloween und sowas kam da, glaube ich, dann auch nochmal in den Spät-90ern. Aber das gesamte Programm eigentlich Ende der 80er eingestampft. Ja, und dann kam der Norbert Hethke Verlag und hat das Ganze übernommen. Ich bin kein Freund des Hethke Verlags. Die hatten viele coole Sachen. Sie hatten dann DC, aber sie hatten auch viele andere Comics, aber Hethke, ja, werde ich im Laufe der Folge sicherlich was zu sagen. Auf jeden Fall hat Hethke das übernommen. Ich habe das damals alles nicht gelesen, weil als Kind mir das zu teuer war dann. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich da kritisiere. Die wurden dann deutlich teurer als Ehapa. Ich habe das alles nicht gelesen. Alles im Nachhinein gekauft. Und ja, wie gesagt, ich bin nicht so begeistert. Warum, sage ich dann nochmal. Viele dieser Comics sind jetzt in Hüllen. Ich hoffe, dass ich das so reinhalten kann, dass das nicht so sehr spiegelt. Ich wollte die jetzt nicht alle aus den Hüllen holen. Ich hoffe, dass es für euch okay ist. Also, das Erste, was ich hier habe, ist eine Heftserie, die im Magazinformat daherkam. Superman bekam halt dann wieder eine Heftserie nach der neue Superman. Sind wir dann hier bei Hethke, also bei Ehapa lief ja so als letztes der neue Superman nach dem Neustart, nach der Crisis on Infinite Earths. Und wir machen hier weiter mit Superman im Exil, wie das erste Heft heißt. Ja, Superman hat, also es gibt so einen kleinen Sprung, es sind ein paar Dinge passiert. Er hat halt in so einem, soweit ich weiß, ist länger her, dass ich es gelesen habe, soweit ich weiß, hatte er in einem Taschenuniversum kryptonische Verbrecher, die haben da alles zerstört und er sah keine andere Aussicht, als die vermeintlich zu töten. Und damit kann er nicht leben. Er sieht sich als Gefahr für die Welt, denn Superman tötet nicht und ja, geht hier ins Exil und man sieht hier schon, wir brauchen ein Atemgerät, weil der Superman, den einst John Byrne dann neu definiert hat, ist ja deutlich schwächer als der Silver- oder Bronze Age Superman es war. Der braucht ein Atemgerät, um im Weltraum rumzufliegen. Also wir haben hier dann die Heftserien Superman und Action Comics drin. Man sieht, was auf der Erde passiert. Man sieht, wie Supermans
Odyssee durch den Weltraum hier beginnt. Das Ganze damals für 4,20 Mark. Ja, Hefte bei Ehapa haben noch 2 Mark irgendwas gekostet. Nummer 1, Hethke Comics, ein neuer Anfang. Die Magazine sind tatsächlich gut. Die kann man gut nachkaufen. Die sind auch qualitativ okay. Hinten Werbung. Wir sind also im Jahr 1989 halt. Hethke hat dann ja in dem Zeitraum übernommen. Hier für Batman auch. Da gibt es nämlich auch so einen Comic zum Film damals. Das habe ich aber leider nicht. Ich glaube, Panini hat das letztens auch neu aufgelegt. Oder irgendein, ja, ich glaube Panini. Ja, und hier geht es dann weiter. Immer so mit 2 US-Comics drin. Der Stählerne trifft halt auf den Verkünder. Ja, so ein Typ, der alle die Gehirne von so Leuten sammelt, von ganzen Völkern und so weiter. Geht also diese ganze Odyssee weiter. Hinten Batman hier, Sohn des Dämons, habe ich von Eagle Moss tatsächlich. Da geht es halt um Damian. Wayne. Und ja, geht dann so weiter. Von Planet zu Planet, Abenteuer um Abenteuer, der Superman im Weltraum. Und auf der Erde passiert halt auch einiges in seiner Abwesenheit. Man vermutet, dass Clark Kent umgebracht wird durch so eine Situation. Glaubt man, Clark Kent wurde umgebracht, was natürlich für Superman ganz gut ist, weil Clark Kent ist halt jetzt abwesend, lange Zeit. Werbung für Batman Sonderband, was aber so eine JLA-Geschichte ist für ja, der Schock. Habe ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall ging diese Serie dann weiter. Dann trifft er hier, glaube ich, zum ersten Mal nach dem Neustart auf Mongul. Er auf seiner Battleworld, auf seiner Kriegswelt gestrandet, genau. Mongols erster Auftritt müsste das sein nach der Crisis on Infinite Earths. Sehr interessant. Das Ganze geht dann hier natürlich weiter. Ja, da sehen wir ihn ja auch in Heft 5. Oder Magazin, wie gesagt, das sind eigentlich Magazine. Also größer dementsprechend. Hier Werbung für Superman Classic. Dazu kommen wir gleich auch mal. Nicht zu dem Band, aber zu einem anderen. Ganz wichtig bei dieser Mongol-Geschichte ist auch, dass er auf den Eradicator hier zum ersten Mal trifft, auf dieses Gerät, wo er halt, ja, das später dann nochmal eine Rolle spielt bei Supermans Tod und da er einer der Nachfolger von Superman wird. Hier wird er damit zum ersten Mal konfrontiert, auch mit der History von Krypton. Hat mittlerweile einen Bart. Dieses Cover, also eins der US-Hefte, was hier drin ist, habe ich sogar im Original mal in einem Comic-Shop gekauft. Auch sehr interessant. Kann man auch mal vergleichen, wie da die Übersetzung ist und wie die Unterschiede da sind. Werbung für das Shame hinten drauf. Das ist The Question. So, wenn ihr nach dieser Serie sucht, es gibt nur 6 Hefte. Sie geht aber weiter. Und ihr euch dann fragt, beziehungsweise machen wir das mal anders. Als nächstes haben wir hier Action Comics Nummer 7. Wenn ihr nach dieser Serie sucht, von Hethke, im Albumformat, wenn ihr nach dieser Serie sucht und ihr sucht die Ausgaben 6, 5, 4, 3, 2, 1, findet ihr die nicht. Action Comics Nummer 7 ist die Fortsetzung von Superman Heft Nummer 6 oder Superman Magazin Nummer 6. Denn Hethke hat sich dann zu meinem Bedauern dazu entschieden, die Serie erstens umzubenennen in Action Comics und zweitens mit der Nummerierung zwar weiterzumachen, aber ins Albumformat zu packen. Für 12,80 Mark, was davor noch 4,20 Mark als Heft gekostet hat, auch die Ausgabe 6 kostete dann auf einmal 12,80 Mark. Kam im Albumformat daher. Ja, hier Superman kehrt halt zurück
nach seiner Odyssee auf die Erde. Und hier steht auch, jetzt neu im Albumformat. Und das Problem ist, die ganze Serie wurde dann beendet mit Album Nummer 8. Also das ist eigentlich eine Serie, 6 Hefte und 2 Alben. Als Action Comics Nummer 8, 12,80 €. Wer ist der bessere Superman, der Stählerne gegen Matrix? Ja, was ist das Problem mit diesen Alben? Ich bin ja kein Gegner von Alben. Ich mag Alben. Aber das ist mein größtes Problem mit Hethke. Die Alben haben eine schlechte Qualität von der Bindung her. Wenn du die zu weit aufmachst, fallen die dir auseinander. Meine sind in einem Top-Zustand, weil ich sehr, sehr vorsichtig damit umgehe. Die Alben qualitativ von der Verarbeitung waren einfach scheiße bei Hethke. Das muss man halt so sagen. Dann war sowieso dieses ganze Heft-Ding bei Hethke vorbei. Bei Batman gibt es auch Hefte, was ich euch ja in der nächsten Folge dann zeige. Aber das war da bei Superman dann vorbei. Dann war alles, diese Reihe auch, alles Albumformat. Es ging aber weiter. Wir haben eine Albumreihe gehabt, Superman Classic, die habe ich mal geschenkt bekommen. Geheimnis der Festung der Einsamkeit ist hier drin. Das ist wiederum eine Geschichte, die wir bei Ehapa auch bekommen haben. Das sind also diesen Classics, kamen so Nachdrucke, auch was man schon bei Ehapa gefunden hat. Aber auch neue Sachen, wie zum Beispiel zum ersten Mal Bizarro. Neu in dem Fall, eigentlich nicht neu, weil es halt sein Erstauftritt, glaube ich, in den 50er Jahren oder wann das war. Hier ist halt tatsächlich, deswegen ist das auch für mich interessant, weil der Erstauftritt von Bizarro überhaupt. Das ist eine Geschichte, die wir bei Ehapa, glaube ich, zumindest nicht bekommen haben. Aber ich habe von Ehapa ja auch nicht alles. Die hatten ja ein Riesenprogramm. Aber ich weiß, dass die andere Geschichte, die hier drin ist, oder hier sind ja mehrere Geschichten drin, aber dass hier mindestens eine Geschichte drin ist oder zwei, die ich auch von Ehapa in irgendwelchen Alben habe. Ja, nur jetzt kriegt man es für 12,50 € und mit schlechter Bindung. Die Bindung bei Ehapa, die ja viel älter sind teilweise, die Alben, ist viel besser. Die halten ja heute noch besser. Dann gab es eine insgesamt Reihe Superman-Album oder Superman präsentiert oder wie, ich glaube, die werden immer als Superman-Album gelistet. Diebe der Erde, das ist so eine Graphic Novel, ich glaube, von Roger Stern oder so geschrieben. Nee, John Byrne, genau. John Byrne geschrieben, ist also auch aus diesem John Byrne Run, aber wo er halt nicht zeichnet, Kurt Swan gezeichnet, für mich natürlich ein Team, deswegen muss Diebe der Erde, die Story ist jetzt nicht überragend, aber ist eine ordentliche Story, halt eine Durchschnittsstory von Superman. Dann geht's hier weiter mit, ganz interessant, dem zweiten Album, also Lex Luthor, die unautorisierte Biografie. Und zwar lernen wir hier Lex Luthor kennen, wie er dann war nach der Crisis on Infinite Earths. Also hier wird nochmal erklärt, wie der zweitmächtigste Mann in Metropolis, wenn man Superman als den mächtigsten bezeichnet, ja, der neue Bösewicht. Lex Luthor ja anders nach The Crisis on Infinite Earths, war halt ein Krimineller mit viel Geld, der hinter den Kulissen viel gemacht hat, und vorher war es eigentlich ja eher so ein Wissenschaftler, der halt gegen Superman kämpfte. Ja, das ist der Luthor, den man auch bis heute kennt. Auch in den heutigen Zeit wird er ja so dargestellt. Aber der Luthor nach The Crisis on Infinite Earths. Sehr interessant halt. Natürlich für die Leute, die alles das nur vor der Crisis mögen, ist das dann natürlich nicht so interessant. Wie gesagt, nach der Crisis war vieles neu und neue Sachen etablierten sich ja auch über Jahre. So gab es hier halt so eine Storyline, das Geheimnis von Smallville, Band 1, beziehungsweise das ist Nummer 3 der Albumreihe, aber Teil 1, dieses Geheimnis von Smallville. Da werden halt so ein paar Dinge hinter den Kulissen wieder geklärt. Ist auch, glaube ich, ein Tie-in zu dieser, wie hieß die Storyline mit diesen Manhuntern, wo die dann so Spione hatten. Da gab es so eine riesen Storyline.
weiß ich nicht mehr. Werde ich irgendwann in einem Video nochmal drauf eingehen. Millennium, glaube ich, eine riesen Storyline, wo dann die Manhunter auch so Spione bei jedem Helden haben. Hier in diesen beiden Alben wird dann auch geklärt, wer der Spion an Supermans Seite war. Hätte man auch nicht gedacht. Genau, da ist ja auch schon einer dieser Manhunter zu sehen. Ja, hier Teil 2, das Geheimnis von Smallville. Insgesamt Album Nummer 4. Das habe ich auch doppelt. Oder das erste, eins davon habe ich doppelt, weil ich das nochmal auf der Kölner Messe geschenkt bekommen habe, als Eintrittsgeschenk. Eins werde ich aber verkaufen. Ja, aber wie gesagt, die Alben, da muss man halt immer vorsichtig sein. Dann geht's weiter mit Album Nummer 5 und dem ersten Teil von Das Geheimnis von Metropolis. Auch so eine riesige für sich stehende Storyline, die dann mehr den Fokus auf Metropolis, die Charaktere dort setzt. Es werden halt viele Dinge dann nochmal genau erklärt, die nach der Crisis halt Usus waren. Und ich gucke mal gerade, ich glaube, dass John Byrne das Ganze halt auch begleitet hat. Genau, als Autor auf jeden Fall John Byrne. Wie gesagt, mein Album ist schon in gutem Zustand, aber weiter als so würde ich das schon mal nicht aufmachen. Meine Bindung ist noch fest, aber wenn du es richtig, also die anderen Alben sind halt viel besser zu lesen und viel qualitativ, das ist alles besser. Man muss aber auch sagen, dass die Geschichten, die dann kamen bei Hethke, durchaus stark waren. Hier der zweite Teil. Darauf Jimmy Olsen eingegangen, wie ist das mit seiner Uhr, mit der er Superman auch vor der Crisis rief. Einige Dinge wurden ja dann auch wieder neu gemacht, aber auch wieder irgendwie übernommen. Ja, auch in Bezug auf Metropolis und die Leute dort. Dann hat Hethke das mit der Veröffentlichung auch so ein bisschen doof gemacht. Das waren halt so spezielle, größere Graphic Novels, die dann bestimmte Dinge erklären. Dann geht es in der Albumreihe mit Band 7 weiter. Weg ins Dunkel, Story und Zeichnung von John Byrne. Das ist aus dem John Byrne Run, dessen Anfang halt der neue Superman bei Harper war. Der hatte ja, war dann einige Zeit an Superman dran, als Autor und als Zeichner. Und das ist auch aus diesem Run. Ich habe halt diesen John Byrne Run in verschiedenen Sachen. Eine Sache habe ich auch noch von Panini, wo er mit Wonder Woman dieses eine Abenteuer hat. Dann haben wir hier Band 8, das Geheimnis der Maggie Sawyer, dann Supermans Tod, aber nicht der Tod, den man kennt. Ja, das ist auch aus diesem, müsste auch aus diesem John Byrne Run halt sein. Und das letzte Album, bevor Hethke dann auch irgendwann aufhörte, auch noch aus dem John Byrne Run, deswegen habe ich es auch. Band 9 des Superman, der Superman-Albumreihe. Story und Zeichnung John Byrne, Ring der Gefahr, Superman und das GLA Corps. Sprich, Green Lantern und das Green Lantern Corps spielt hier auch eine entscheidende Rolle. So reinhalten, damit man das schön sieht. Alles in dicken Hüllen hier oder das meiste verpackt. Das war sie, meine Superman-Sachen von Hethke. Wie gesagt, bei Hethke bin ich sehr zurückhaltend mit dem Kauf. Die nächste Folge könnte vielleicht noch etwas mehr enthalten, weil ich da halt die Batman-Sachen auch noch habe und noch Sachen dazu. Da gibt es dann auch ein paar Hardcover, weil die Hardcover bei Hethke auch ganz gut waren, die Hefte bei Hethke ganz gut, aber die Alben von der Verarbeitung nicht so gut. Von der Bindung her. Und halt überteuert damals. Im Verhältnis 12,80 Mark, ja, für euch hört sich das heute nicht so viel an, aber damals, früher, ein E-Harper-Album hat 5 Mark gekostet. Und auf einmal kosten die 12,80? Na, das ist ja ein Riesenunterschied und dann auch qualitativ nicht gut. Aber wie gesagt, dieses negative Qualitätssache bezieht sich nur auf die Bindung, nicht auf den Inhalt. Inhaltlich sind die sehr gut zu empfehlen. Tolle Geschichten, hätte das ein oder andere gern in anderer Form. Ich habe ja auch ein paar Sachen, kamen ja bei Eagle Moss, wie zum Beispiel Sohn des Dämons, den ich euch eben gezeigt habe, und auch doch Braut des Dämons. Das kam auch bei Hethke, das kam aber auch bei Eagle Moss. Da habe ich mir das natürlich bei Eagle Moss geholt, ganz klar. Ja,
So viel dazu. Gerne mal reinschreiben, was ihr dazu sagt. Und dann sage ich mal, wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönes Wochenende, wann immer dieses Video kommen wird. Wie gesagt, diesen Monat kommt wahrscheinlich nicht so viel. Das kann ich noch nicht absehen. Und dann sage ich mal, bis die Tage. Gerne liken, gerne kommentieren, gerne abonnieren. Dankeschön. Ciao.